Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr über die Einladung und über die Ehre, hier heute vor diesem großen Publikum sprechen zu dürfen. Ich stelle Ihnen die Ergebnisse und Erkenntnisse von John Hattie vor. Viele sagen, der zeitgenössisch bedeutendste Bildungsforscher weltweit. Kleine Vorrede, wie bin ich zu Hattie gekommen? Meine Karriere in Bezug auf Evaluation und Schule startete 1986 mit der Evaluation des Berufswahlunterrichts an einer Kölner Hauptschule. Vielleicht hören Sie noch ein bisschen meinen rheinischen Unterton. Ich habe damals durch Zufall das richtige Buch im Schrank gefunden und dieser Evaluationsansatz hat mich dann 30 Jahre durch meine professionelle Tätigkeit getragen. 2009 habe ich einen Freund in Western Michigan bei einem Gastaufhalt an der Universität besucht und habe ihn gefragt, was ist das wichtigste Buch, was ich als nächstes lesen sollte. Und er drückte mir dann John Hatties Visible Learning in die Hand. Und das war ein zweiter, ich würde sagen, strukturierter Zufall, der dann dafür gesorgt hat, dass ich ein weiteres zentrales Buch entdeckt habe. Ich habe das dann begonnen, in ein Wiki umzusetzen, was Sie heute auch finden unter Lernen sichtbar machen, AT oder DE oder CH. Habe mich dann gefragt, darf ich das eigentlich urheberrechtlich? Und durch weitere Zufälle ist es dann dazu gekommen, dass ich mit Klaus Zierer von Oldenburg in Rekordzeit von 4 Monaten Visible Learning haben wir dann gemeinsam mit einem 6er-Team übersetzt. Und dann ging dann auch schließlich im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland und Österreich, der Hattie-Boom los. Also mit Veröffentlichungen im Stern, in der Zeit, in den ersten Programmen des Fernsehens und so weiter. Gerne würde ich untersuchen lassen, wie es dazu kam, dass die Rezeption so schnell und so breit ist. Das ist ein Stück Rätsel noch. Ein wichtiger Vorsatz wäre auch noch zu sagen, was ich Ihnen heute mitbringe, ist kein Rezept. Das betont auch John Hattie sehr deutlich. Es gibt kein Rezept dafür, wie man Schüler und Schülerinnen sicher in Richtung exzellenter Lernleistungen bringen könnte. Es gibt genauso wenig kein Rezept, wie man Lehrpersonen aus der Position des Schulleiters, der Schulleiterin zu exzellenten Lehrleistungen bringen könnte. Ein Rezept gibt es nicht. Was John Hattie bietet, ist eine neue Landkarte, auf der Sie sich als Verantwortliche in den Positionen der Schulleitungen orientieren können. Und diese Landkarte ist abgestützt auf internationale Forschung der vergangenen 40 oder 50 Jahre zur Frage dazu, was fördert Lernleistungen von Schülern und Schülerinnen besonders. International ist nochmal ein ganz wichtiges Stichwort. Es werden ein paar Vorsichts- und Warnschilder kommen in meinem Vortrag, was die Übertragbarkeit betrifft, der Erkenntnisse aus dem überwiegend englischsprachigen Raum in den deutschsprachigen Raum. Oder sei es nur der Erkenntnisse aus der Schweiz, wo ich jetzt seit 10 Jahren arbeite, nach Österreich. Die Situation der Schulleitungen in der Schweiz sind anders als die in Österreich. Die Situation der Schulleitungen in der Schweiz sind völlig anders als die in Neuseeland, wo John Hattie wesentlich gearbeitet hat, wo er sehr viel in der Bildungspolitik aktiv gewesen ist, viel geprägt hat in Bezug auf die nationalen Systeme der formativen Evaluation von Lernleistungen, da werden Sie noch etwas sehen. Das sind alles unterschiedliche Bedingungen. Ich denke dennoch, dass vieles, was an Ergebnissen heute vorgestellt wird, eine hohe Relevanz hat für Unterricht, für Schule, auch in Österreich. Aber es ist Ihre Entscheidung, wie Sie damit verfahren. Ja, zu einem wirkmächtigen pädagogischen Setting gehören klare Ziele. Deshalb werde ich die gleich als erstes vorstellen. Ihnen Steckbriefe der beiden Hattie-Bücher geben, dann auf einige Fallstricke der Übertragung hinweisen, dann in Bezug auf Unterricht und Schule einige Impulse setzen und ein Fazit ziehen.
Es ist natürlich so, dass nach einer so kurzen Intervention von 45 Minuten nicht wirklich anspruchsvolle Ziele erreicht werden können. Ziele sind ja immer gewünschte Zustände in der Zukunft und wären sie so verfasst, dass sie garantiert erreicht werden könnten, dann wären es keine guten Ziele, wenn hier von diesen Zielen ein Stück erreicht ist am Schluss und Sie weiterarbeiten mit den Ergebnissen, die ich Ihnen vorstelle, dann wäre eine wichtige Etappe erreicht. Ja, was ist der Hintergrund? Ich möchte das hier kurz vorstellen. Es sind die beiden Bücher von John Hattie, also Visible Learning 1, 2009 erschienen. Es fasst die Ergebnisse von insgesamt etwa 50.000 Primärstudien dazu zusammen, was Einfluss auf Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern hat. Diese Primärstudien, die waren bereits gebündelt zu sogenannten Meta-Analysen, das heißt zu einem Thema, beispielsweise zum Thema Feedback im Unterricht gibt es insgesamt 23 Meta-Analysen mit etwa 1200 Primärstudien darunter. Das ist einer der Faktoren, Feedback im Unterricht, und John Hattie hat diese Meta-Analysen gesammelt, über Jahrzehnte sortiert, geordnet, zusätzliche Berechnungen durchgeführt und schließlich einen Korpus entwickelt von am Schluss 138 Faktoren im ersten Buch. Hier sind sie, 138 Faktoren im ersten Buch und festgestellt, wie stark nehmen diese Einfluss auf die Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern. Was sind Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern? Das ist hier eingegrenzt, eine wichtige Einschränkung der Studie von John Hattie. Es handelt sich um die Leistungen in der Erstsprache, Mathematik und Naturwissenschaften, also die Lernleistungen, die weltweit über verschiedenste standardisierte oder andere Tests relativ leicht messbar sind. Viele andere Lernleistungen werden nicht behandelt, was nicht bedeutet, dass sie nicht genauso wichtig wären. Das betont auch John Hattie, also Citizenship beispielsweise, als ein ganz wichtiges Ziel von Schule. Dazu gibt es halt nicht so viele Studien, sodass man Meta-Analysen darüber erstellen könnte und schließlich sie aufnehmen könnte. Aber selbst Themen wie Geschichte, Geografie oder auch Zweitsprache, Englisch als Zweitsprache, ist mit diesen Studien hier nicht abgedeckt. Es stellt sich aber die Frage, ob denn Lernprozesse wesentlich anders verlaufen in diesen anderen Fächern als in diesen, zu denen hier die Ergebnisse vorgestellt worden sind. Die wesentliche qualitative Leistung von John Hattie ist, dass er diese 138 Faktoren identifiziert hat. Er ordnet die 6 Domänen und 22 Subdomänen zu, das ich Ihnen gleich vorstelle. Sie werden sie sofort wiedererkennen. Aus der Lernforschung international sind sie gut bekannt. Das zweite Buch, Visible Learning for Teachers, ist dann 2012 erschienen. Es wird 2014 im Januar auch auf Deutsch erscheinen. Wir sind fast fertig mit der Übersetzung. Und dieses zweite Buch, da kommen nochmal 12 Faktoren dazu. Wir haben jetzt 150 Faktoren und es kommen auch noch ungefähr 100 Meta-Analysen dazu, ein paar 10.000 Primärstudien. Der Prozess ist nicht abgeschlossen. John Hattie ist inzwischen bei über 1000 Meta-Analysen. Jeder, der eine Meta-Analyse auf der Welt macht, der schickt sie jetzt natürlich John Hattie, damit sie auch wahrgenommen wird. Also das ist jetzt ein Selbstläufer geworden. Das zweite Buch hat einen anderen Schwerpunkt als das erste. Während das erste ein Forschungsbericht ist und tausende von statistischen Kennzahlen enthält, ist das zweite, das allgemeindidaktische Buch von John Hattie. Hier schlussfolgert er aus den ausgewerteten Forschungsergebnissen daraus, wie wird guter Unterricht geplant, durchgeführt und insbesondere ausgewertet, evaluiert. Den letzten Punkt werde ich nachher sehr deutlich herausarbeiten. Also dies ist das zweite Buch,
Ich berichte jetzt hier wesentlich über das erste, aber manchmal finden Sie sich schon die Zahlen aus dem zweiten Buch. In anderen Vorträgen habe ich zu diesem Thema, was ist eigentlich eine Effektstärke, also ein statistisches Maß, noch 2, 3 Folien mehr. Aber je größer das Publikum wird, desto schwieriger wird es, das Publikum dann wirklich 10 Minuten an den statistischen Grundlagen zu halten. Also den Themen arithmetisches Mittel, Standardabweichung, das sind die beiden Elemente, die man benötigt, um die Effektstärke zu berechnen. Ich versuche es allgemein unmathematisch zu erklären. Die Effektstärke, also es ist einmal ein sehr einfach zu berechneter statistischer Parameter, eigentlich mit sehr vielen Voraussetzungen, über die sich John Hattie aber auch stark hinwegsetzt, denn es sollen Orientierungsgrößen sein, es soll Orientierung geben. Es geht hier nicht darum zu beweisen, dass das tatsächlich so ist mit den Effektstärken für die verschiedenen Faktoren, sondern es geht darum, den Lehrpersonen und den Schulleitenden Orientierung zu geben, worauf sollen sie achten, auf welche Faktoren sollen sie achten. Also es ist einfach zu berechnen. Und die Effektstärke, die drückt aus, wie groß, ich mache es mal auf das Beispiel einer Unterrichtsmethode, also beispielsweise ein bestimmtes Mathematikprogramm, einen wie großen Einfluss einer Unterrichtsmethode auf die Lernleistungen hat, wenn man 2 Gruppen vergleicht, beispielsweise die Gruppe, die das Mathematikprogramm, bei der das Mathematikprogramm durchgeführt wird und die Gruppe, bei der es nicht durchgeführt wird. Das sind Interventionsstudien. Es gibt aber auch noch andere Settings, aber das ist die wichtigste für das Thema hier. Also welche Interventionen im Unterricht wirken eigentlich wie stark, und je größer die Effektstärke ist, desto mehr Absicherung kann man sagen, dass jetzt beispielsweise, dass diese Intervention tatsächlich einen Unterschied macht. Das ist, wenn ich also beispielsweise immer einen Schüler aus der Versuchsgruppe und auf der Vergleichsgruppe nach Zufall zusammenstelle, wie häufig wird derjenige aus der Versuchsgruppe eine bessere Lernleistung haben als der aus der Vergleichsgruppe. Die Effektstärke sagt etwas darüber aus, wie stark Gruppen sich unterscheiden. Das ganz allgemeinsprachlich. Und die Effektstärken, das ist jetzt ganz wichtig im pädagogischen Bereich, die sind vergleichsweise klein. Also ich habe hier mal als Range angegeben, wir treffen normalerweise auf Effektstärken in dieser Größenordnung von minus 0,5 bis plus 1,5. Die Effektstärke des Unterschieds Geschlecht, Größe, Männer, Frauen, die ist 1,5. Also wenn Sie nach Zufall 100 Blind Dates machen zwischen Männern und Frauen, wirklich zufallsgezogen, dann ist die Effektstärke 1,5, das bedeutet nochmal umgerechnet, in 86% der Fälle werden die Männer größer sein als die Frauen bei den Blind Dates, aber umgekehrt, in 14% sind die Frauen sogar größer. Das bedeutet die Effektstärke 1,5 allgemeinsprachlich ausgedrückt. Eine so große Effektstärke haben wir in pädagogischen Settings selten. Es ist ganz wichtig, dass sich letztlich das, was Unterricht bewirkt, aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Faktoren zusammensetzt. Und viele Faktoren leisten kleine Beiträge und der Unterrichtserfolg ergibt sich aus der geschickten Kombination kleiner Beiträge. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die hier drin steckt. John Hattie hatte sein Buch fast fertig und er hat seine Frau gesagt, so geht das nicht, das ist eine Bleiwüste, du brauchst ein bisschen Grafik. Und seine Frau ist Evaluatorin, sie hat den gleichen Hintergrund, in dem auch ich stehe, mit Michael Scriven, der 1956 den Unterschied zwischen formativer und summativer Evaluation erfunden hat, den kennen Sie alle, formative Förderung, formative Beurteilung, formative Evaluation, es geht alles auf Scriven zurück. Und ich denke, über John Hatties Frau kommt ganz viel Evaluationsdenken in dieses Buch hinein. Sie hat also gesagt, so geht es nicht, wir brauchen ein bisschen mehr Grafik und Veranschaulichung, und da haben Sie dieses sehr einfache Barometer, im Englischen heißt es Dashboard, entwickelt. Und dieses Dashboard, das hat verschiedene Zonen.
Hier oben sehen wir die Effektstärken abgetragen, also von minus 0,2 bis plus 1,2. Das ist das, was im Wesentlichen vorkommt im Buch, diese Effektstärken. Hier haben wir die negativen Effektstärken, Fernsehkonsum, Schulwechsel, Sitzenbleiben. Also je mehr Sitzenbleiben, desto schlechtere Leistungen, desto mehr Sitzenbleiben, desto schlechtere Leistungen und so weiter. Das sind wenige Umkehreffekte. Hier, das heißt metaphorisch Entwicklungseffekte. Das würde bedeuten, das Kind, was gar nicht beschult wird, also ist 3 Jahre alt, ist 9 Jahre alt, auch wenn es gar nicht beschult würde, würde es langsam etwas in Bezug auf Rechnen oder Schreiben dazulernen, über ganz unterschiedliche Einflüsse. Das wären die Reifungseffekte, nennt man sie auch manchmal. Das geht, metaphorisch gesagt, sind die Reifungseffekte ungefähr 0,2, machen den Unterschied. Dann kommen die Schulbesuchseffekte, also was an durchschnittlichem Schulbesuch dazukommt. Dann kommen wir auf eine Effektstärke von 0,4. Wenn wir die addieren, die Entwicklungseffekte und die Schulentwicklungseffekte. Und das ist eine magische Zahl, die 0,4. Darum dreht sich jetzt alles. 0,4 ist der Effekt, den ein Jahr Schule in einer durchschnittlichen Schule, bei einem durchschnittlichen Lehrer, von einem durchschnittlichen Schüler in einem durchschnittlichen Setting auslöst. Zwischen 0,4 und 0,5 liegt es international durch tausende Studien belegt. Das heißt, es ist ein empirisch belegter Umschlagpunkt, die Effektstärke von 0,4. Sie können erwarten, dass die durchschnittliche Klasse an österreichischen Schulen vorher, nachher gemessen einen Zugewinn hat an Lernen, was durch die Effektstärke von 0,4 ausgedrückt wird. Das ist jetzt ein empirisch begründeter Referenzpunkt für alles Weitere, denn er sagt, alles, was jetzt über 0,4 liegt, alle Faktoren, die über 0,4 liegen, die sind interessant, die sollten wir uns besonders intensiv anschauen, wenn es darum geht, Schule und Unterricht zu entwickeln. Das ist jetzt ein erstes Navigationssystem, was Hattie bietet, dieses Barometer, sehr einfach und auf den ersten Blick zu erkennen. Das ist ein Zehntel von der Note 4, ein anderer Umschlagpunkt. In der Schweiz geht es nach oben, die 6 ist die beste Note, in Deutschland geht es nach unten, die 6 ist die schlechteste Note. Das ist 0,4, es ist völlig willkürlich, 4 ist der Umschlagpunkt, ist völlig willkürlich. Dass der Umschlagpunkt bei den Effektstärken 0,4 ist, ist evidenzbasiert, ist belegt durch zahlreiche Studien. Ich habe hier ein Beispiel rausgezogen, ein ungeheuer starker Effekt, nämlich der Akzeleration. Das sind also individuelle Förderprogramme für Hochbegabte. Sie sehen, es gibt Studien, die beziehen sich auf spezifische Schülergruppen. Hier haben wir Meta-Analysen, die sich auf Hochbegabte beziehen. Es gibt zahlreiche Meta-Analysen, die haben zum Schwerpunkt Special Education. Hier gibt es dann beim Barometer weitere Kennzahlen. Sie sehen, das hat Rang 5 aller 150 Faktoren. Die Akzeleration ist einer der stärksten Faktoren, die wir finden. Aber es gibt nur 2 Meta-Analysen. Es gibt lediglich 37 Studien, und daran beteiligt waren nur 4.300 Schüler und Schülerinnen. Also dieser Faktor ist relativ schwach abgesichert gegenüber anderen Faktoren. Nehmen wir den Faktor Feedback, das die Lehrperson dem Schüler gibt. Das ist ein sehr stark abgesicherter Faktor. Da gibt es 23 Meta-Analysen, 1.200 Studien und entsprechend eine viel größere Zahl von Schülern und Schülerinnen, bei denen diese Ergebnisse gewonnen sind. Zu jedem der 150 Faktoren finden Sie als grafischen Anker dann ein solches Barometer im Buch und Sie finden die wichtigsten Kennzahlen, wie gut abgesichert ist das. Wir haben hier überdies auch noch einen hohen Standardfehler, das heißt die Streuungen der Ergebnisse in den Meta-Analysen sind hoch. Also hier müsste man vorsichtig sein, wenn man das als in Stein gemeißelt, darf man das nicht nehmen. Die Ergebnisse, die stehen vielleicht auf schwankendem Boden, aber das wird hier durch die wenigen Angaben bereits signalisiert. Es gibt andere Faktoren, die sind sehr gut abgesichert.
kommen wir auf ein zweites ganz wichtiges Thema. Die Presse sagt ja, auf den Lehrer, auf die Lehrerin kommt es an. Ich bin super wichtig, hieß es in der Zeit. Und das betont, dass die Unterschiede in Bezug auf die Lernleistungen durch die Lehrperson ausgelöst werden können, dass sie im Unterricht ausgelöst werden, dass es damit auf das Unterrichten ankommen würde. Diese Darstellung widerspricht dem, dieser Aussage auf den ersten Blick. Denn es ist so, dass das, was an Varianz, an Streuung bei den Lernleistungen erklärt wird, dass das ganz wesentlich auf Faktoren zurückgeht, die die Lernenden selbst mitbringen. Das sind sowohl körperliche Merkmale, das Geschlecht hat ja einen geringen Einfluss, aber es gibt andere Merkmale, die einen höheren Einfluss haben. Und es sind Lerndispositionen, es sind Persönlichkeitseigenschaften, es ist so etwas wie Intelligenz beispielsweise, die nur schwer veränderbar ist. Einer der stärksten Faktoren in diesem Bereich der Lerndispositionen ist das selbst eingeschätzte Leistungsniveau. Also je stärker der Schüler sein eigenes Leistungsniveau einschätzt, desto höher fallen die Lernleistungen aus. Das ist einer der allerstärksten Faktoren überhaupt. Da kann man sich drüber freuen, aber man kann auch traurig drüber sein, denn Schüler, die ihre Leistungsvermögen und ihre Leistung schlecht einschätzen, die werden auch schlechtere Leistungen erbringen. Da gibt es eine Abwärtsspirale und bei den anderen gibt es die Aufwärtsspirale. Wechselwirkung in diesem Falle wieder. Oder das Piagetische Entwicklungsstadium, in dem sich die Denkprozesse des Schülers, der Schülerin befinden. Das ist auch einer der stärksten Faktoren, die hier drin sitzen, bei den Lernenden. Dann haben wir hier das Elternhaus mit dem sozioökonomischen Hintergrund, wo wir wissen, dass es auch einen sehr starken Einfluss hat auf die Lernleistungen. Wir haben hier die Faktoren im Bereich Schule, beispielsweise auch Schulleitung, da zeige ich gleich noch etwas zu, was es da gibt an Studien. Und hier haben wir die Peer-Einflüsse. Und lediglich 30% der Lernleistung, der Varianz bei der Lernleistung, lassen sich erklären durch die Lehrperson, also Klarheit der Lehrperson, Engagement und Leidenschaft beim Unterrichten, die Lehrer-Schüler-Beziehung als ein ganz starker Faktor und die Art und Weise, wie die Lehrperson unterrichtet. Es sind lediglich 30%. Aber es ist der Bereich, der kurz- und mittelfristig beeinflussbar ist. Während alle anderen Bereiche im besten Fall mittelfristig, in der Regel höchstens langfristig bis über Jahrzehnte oder gar nicht beeinflussbar sind. Und daher kommt es auf die Lehrperson und das Unterrichten. Also das, was Unterschied machen kann, das liegt hier. Das ist das, worauf John Hattie hinweist. Und bei allem, was festgelegt ist, was schwer veränderbar ist, der Unterschied kann nur und ausschließlich hier, kurz- und mittelfristig, letztlich über den Unterricht gemacht werden. Das ist die zentrale Aussage, wenn man sie sich genauer ansieht. Hier kommt das ähnlich wieder, also zwischen diesen beiden Bildern liegen jetzt 10 Jahre Forschung von John Hattie. Hier hat er jetzt 6 Domänen, der Faktor Peer wird hier nicht mehr aufgeführt. Hier haben wir die Faktoren, die in den Bereich der Lernen gehören, das sind 19 Faktoren in 4 Subdomänen. Hier Einstellungen und Dispositionen, körperliche Merkmale und so weiter. Hier haben wir das Elternhaus mit 7 Faktoren, sozioökonomischer Hintergrund, eines der wichtigsten. Wir haben lange geknobelt bei der Meta-Analysen zu den adoptierten und nicht adoptierten Kindern. Da haben wir ein paar Übersetzungsfehler gemacht, das ist so ein anderer Bereich, der hier drin steckt. Auch darüber gibt es Studien. Alleinerziehenden macht das einen Unterschied bei den Lernleistungen. Hier haben wir die 32 Faktoren im Bereich Schule, da steckt auch die Schulleitung drin. Hier stecken die Merkmale der Klassenbildung drin, also nach welchen Gesichtspunkten werden Klassen gebildet. Also beispielsweise jahrgangsübergreifende, jahrgangsgemischte Klassen oder Leistungsgruppierung.
Und hier haben wir einige andere Faktoren noch drin auf der Schulebene. Umgang mit Disziplinproblemen steckt stärker darin. Hier haben wir die Lehrpersonen, 12 Faktoren, insbesondere Glaubwürdigkeit, Klarheit. Hier haben wir Curricula, in der Übertragung auf den deutschsprachigen Raum am schwierigsten. Viele Spezialcurricula, die es im deutschsprachigen Raum so gar nicht gibt, die aber für den englischsprachigen Raum gut beforscht sind. Und schließlich 55 Faktoren im Bereich Unterrichten. Das sind die meisten Faktoren und es sind, wie eben begründet, auch in vielfacher Hinsicht die interessantesten, weil hier ein Unterschied gemacht werden kann. Hier sind die Faktoren, die 150 Faktoren nochmal aufsortiert. Also hier die 5 negativen Faktoren, 29 schwache Faktoren international, die Lehrerausbildung ein eher schwacher Faktor in Bezug auf die, das sage ich immer tröstend bei uns in der PH, weil wir da auch so immer die Kritik bekommen, warum macht die Ausbildung an der pädagogischen Hochschule die Lehrpersonen nicht unmittelbar berufsfähig? Das ist ein internationales Phänomen. John Hattie war 10 Jahre zuständig in Auckland für die Lehrerausbildung, hat gesagt, ich kriege das nicht bewegt, sondern das Eigentliche findet statt in der Berufseinführungsphase und in der Lehrerweiterbildung mit einem hohen Effektstärke. Hier haben wir die schwächeren Faktoren, da steckt der Schulleitungsstil drin. Einer ist über der magischen Grenze der beiden Stile, einer ist drunter, zeige ich nochmal. Hier kommen die starken Faktoren. Und hier oben haben wir die ganz starken Faktoren, es sind nur noch 26. Und ich habe die rausgeholt, die Selbstevaluation durch die Lehrperson des eigenen Unterrichts, die Klassendiskussionen, inszenierte Klassendiskussionen, das Microteaching, videogestütztes Unterrichts- oder Lehrfeedback, was es in den 80er Jahren sehr stark auch im deutschsprachigen Raum gab, auch damals schon hohe Effektstärken im deutschsprachigen Raum. Und hier haben wir Reaktion auf Intervention, ein sehr kleinschrittig abgestimmtes Verfahren, immer wieder die nächste Intervention zuzuschneiden auf das, was der Schüler, die Schülerin kleinschrittig gelernt hat. Die Frage, die immer oft gestellt wird, was wirkt wirklich, die ist eigentlich zu simpel gestellt. Das habe ich schon erwähnt. Man muss sich auch genau angucken, was sind das für Faktoren. Interessant für Sie sind im Wesentlichen die Faktoren, die kausal sind, also A wirkt auf B, Unterrichtsmethode wirkt auf Lernleistungen, sind die wichtigsten. Es sind die Interventionen, insbesondere die Lehrinterventionen, die lassen sich modulieren, beeinflussen und hier kann man kurz- und mittelfristig Effekte erwarten. Es sind die pädagogischen Interventionen, auf die es ankommt. Und darauf fokussiere ich im Folgenden auch. Und die optimale Wirkfähigkeit ergibt sich je nach Schule, je nach Klasse, je nach Schüler, Schülerin durch eine intelligente Kombination von pädagogischen Interventionen, eine Binsenweisheit, die aber hier empirisch eindrücklich nochmal mit Zahlen unterlegt wird. Es gibt viele, viele Missverständnisse der Hattie-Studie. Eines der Missverständnisse, Sie werden gleich die Effektstärke sehen, ist, dass Individualisierung nicht viel bringt, geringe Effektstärke unter 0,2. Und das ist einer der Fallstricke, wo es jetzt hier losgeht. Wir müssen immer darauf achten, was wird in den Studien unter Individualisierung verstanden. Wir haben es jetzt mal genau andersrum angeschaut und haben geguckt, was sagt Hattie eigentlich über Binnendifferenzierung. Und wir stellen fest, dass es da ganz viele sehr starke Faktoren geht, also jeweils herausfordernd für die Schüler und Schülerinnen passend gesetzte Lernziele mit einem hohen Faktor, die Passung von Lernmethoden und Lernstilen, das Peer-Tutoring, was auch sehr differenziert ist, auch die Zusammensetzung der Peer-Tandems, hohe Differenzierungsleistung voraussetzt durch die Lehrperson, mit einer hohen Effektstärke. Der ganze Bereich des Feedback ist auch eine Differenzierungsform während des Unterrichts, also ich gebe differenziert Schülern und Schülerinnen Feedback und die formative Evaluation des Unterrichts ebenfalls als ein ganz, ganz starker Faktor. Also Hattie ist ein eindeutiger
spricht sich eindeutig für Binnendifferenzierung aus. Eines der möglichen Missverständnisse, wenn man sieht, Individualisierung, da komme ich gleich nochmal kurz zu, hat eine ganz schwache Effektstärke, aber hier steckt ja überall Differenzierung drin. Und hier gibt es zwei Ansätze, die im deutschsprachigen Raum weniger verbreitet sind, die wieder ganz auf Differenzierung setzen und starke Effektstärken haben. Zwei zentrale Ergebnisse. Eines, was jetzt in der aktuellen Situation in Österreich über die Auseinandersetzungen in der Bildungspolitik gerade wahrscheinlich falsch getimt ist, das heute nochmal vorzustellen, weil das nochmal einen ganz wunden Punkt anrührt, auf den Hattie immer wieder hinweist. Also seine These ist, dass die Strukturfaktoren, hier mal mit Arbeitsbedingungen überschrieben auf der rechten Seite, keinen starken Einfluss darauf haben, wie sich Lernleistungen von Schülern und Schülerinnen entwickeln. Also ob es sich um Privatschulen oder öffentliche Schulen handelt, ob es sich um Gemeinschaftsschulen handelt, ob es Tagesschulen sind, wie groß die Klassen sind, das ist nicht so entscheidend für die Lernleistungen der Schüler und Schülerinnen. Und bei der Klassengröße hat er sich natürlich gewaltig mit den Lehrergewerkschaften in Neuseeland angelegt. Die Aussage ist aber von ihm, muss man auch nochmal genau sehen, er sagt, wenn man Klassen größer macht, wird man Lernleistung verlieren, weil Klassengröße hat ja einen gewissen Effekt, das muss man wissen, aber nicht viel. Man wird Lernleistung verlieren, wenn man Klassen größer macht. Die Studien beziehen sich in der Regel auf das Thema Verkleinerung von 25 auf 15. Ist auch nochmal wichtig zu wissen, was macht das für einen Unterschied, wenn ich von 25 auf 15 gehe. Es macht einen Unterschied von 0,21, aber seine zentrale Aussage ist, es ist wahnsinnig teuer, diesen Effekt zu bewegen über Verkleinerung von Klassengrößen. Und wenn man lediglich Klassen verkleinert und nicht das, was auf der linken Seite steht, systematisch gleichzeitig und stark angeht, also Qualitätsentwicklung im Unterricht, dann wird sich nicht so viel tun. Es gehört also, alle diese Strukturveränderungen, die machen dann nur Sinn, wenn sie mit einer klaren Planung und einer kurzfristig wirksamen Umsetzung veränderten Unterrichtens verbunden sind. Es gibt ja die Studien, dass wenn Klassen verkleinert werden, der Redeanteil in Prozent der Lehrpersonen noch zunimmt in manchen Settings. Also das kann ja nicht Sinn sein. Es muss dann auf der Seite des Unterrichts notwendig etwas passieren und das sind dann einige der starken Faktoren im Unterrichtsbereich. Auf der Ebene Unterricht spitzt sich das dann nochmal zu, indem er sagt, und da kommen jetzt andere, die hier in ihren Überzeugungen stark betroffen sind, also die Lehrperson als Regisseur, die macht deutlich einen größeren Unterschied als die Lehrperson, die als Moderator, Moderatorin agiert. Hier haben wir jetzt Faktoren, hier haben wir die Individualisierung drin mit 0,23, habe ich sie nochmal unterlegt, Also dieser geringe Effekt der Individualisierung, hier ist aber mit Individualisierung gemeint, Interessen- und bedürfnisgesteuerte Lernprozesse. Das heißt, die Schüler strömen zu den Materialien, die sie lieben und arbeiten mit denen. Also um das nochmal in dieses Bild zu kriegen. Offene Klassenzimmer, offener Unterricht, viele Posten vorbereitet, drei Klassen weg, da können die Kinder frei fluktuieren zwischen den Klassenzimmern. Es gibt ganz interessante Posten und oft stellt man fest, dass die lernstarken Schüler damit ganz viel anfangen können und die lernschwachen Schüler dann nach zwei Unterrichtsstunden keinen einzigen Posten bearbeitet haben, weil sie in Bezug auf ihre Selbstregulationsfähigkeit das noch gar nicht entwickelt haben. Das steckt dahinter. Das spricht nicht gegen offenen Unterricht und offene Unterrichtsformen, aber es spricht gegen solche Unterrichtsformen, mit denen das einfach mal probiert wird, wo man schaut, wenn man viele Angebote macht, dann wird das schon gut sein. Das ist der kritische Punkt. Und da muss man in jeden Faktor genau hineingucken, was meint Hattie damit eigentlich, wenn er hier über offene Klassenzimmer, offene Lernformen spricht. Also beides in einem Faktor ist ja auch ganz interessant. Sondern es geht eher um die Faktoren, wo der Lehrperson als Regisseur auftritt. Das ist aber nicht Frontalunterricht mit gemeint.
also Englisch Transmission Teaching oder Didactic Teaching. Da spricht sich Hattie gegen aus als eine dominante Unterrichtsform. Natürlich kommt von Frontalunterricht an den Stellen vor, wo es darum geht, dass Lehrpersonen Stoffinhalte darstellen, darlegen, Inputs machen im Rahmen des Unterrichts, aber es nur als eine unter vielen Unterrichtsmethoden. Die direkte Instruktion, die hier drin steckt, von manchen verwechselt mit Frontalunterricht, ist etwas völlig anderes. Es ist ein komplexes Unterrichtskonzept, was eine umfassende didaktische Planung, wie viele von Ihnen sie wahrscheinlich gelernt haben. Ich habe es mit Heimann Otto Schulz gelernt vor Jahrzehnten. Also eine umfassende didaktische Planung, Umsetzung und Auswertung. Das ist direkte Instruktion. In Deutschland, in der deutschen Literatur, auch ein bisschen verkürzt wieder wahrgenommen, lediglich als Unterrichtsmethode. Tatsächlich ist es mehr, ist es ein umfassendes didaktisches Konzept. Da gibt es noch mehrere solcher bei Hattie. Also das ist wieder so eine Gefahr, dass man hier etwas verwechselt. Direkte Instruktion ist nicht Frontalunterricht. Und da, wo die Lehrperson als Regisseur auftritt, so Hatties These, da erreicht sie viele Effekte. Das ist jetzt das Idealbild der Lehrperson und das Wichtige ist, dass sie evidenzbasiert lernt und Regie führt. Und auf dieses evidenzbasiert, also ein magisches Wort, da möchte ich gerne noch eingehen. Ich habe hier am besten gestrichen, Sie sehen das vielleicht unten, ich mag das nicht. Best Practice, das ist etwas, was es eigentlich nicht gibt im Rahmen von Schule und Unterricht. Es gibt Good Practice. Die Best Practice ist definitionsgemäß immer diejenige, die überall funktioniert, in jeder Situation. Also danach sucht man gerade in den Ingenieurwissenschaften nach solchen Lösungen und die gibt es halt nicht. Es gibt immer nur gute Praxis, die in bestimmten Kontexten gewählt wird und dann auch gut funktionieren kann. Das ist aber eine persönliche Position von mir. Ja, Schlüssel für Lernerfolg ist ein erweitertes Rollenverständnis der Lehrperson und da kommt jetzt wirklich ein deutlicher Impuls von Hattie. Ich habe sie im Original gelassen. Also das Wichtigste ist, dass die Lehrperson über ihre Rolle so nachdenkt, indem sie sich als Evaluatorin ihrer eigenen Wirkungen auf die Lernenden begreift. Das meint Hattie mit evidenzbasiert. Also den Unterricht basierend auf Daten weiterentwickeln. Dazu sage ich jetzt noch etwas mehr. Das ist einer der Faktoren, die hier in den wechselseitigen Rückmeldungen drin steckt. Schwach abgesichert, nicht viele Studien, muss man ehrlich sagen. Dieser aber hohe Effekt, 0,9. Formative Evaluation des eigenen Unterrichts, wie geht das? Es gibt eigentlich zwei Ansätze. Der linke Ansatz ist von Hattie entwickelt und umgesetzt in Neuseeland. Dieses STTL heißt Assessment for Teaching and Learning und ist eine Aufgabendatenbank und Testdatenbank, die exklusiv den Lehrpersonen an allen neuseeländischen Schulen kostenlos zur Verfügung steht. Die ist online basiert inzwischen, deshalb i. Und mit Hilfe dieser Datenbank können sich Lehrpersonen schnell Klassentests zusammenstellen lassen. Also braucht 3-4 Minuten am PC, um einen Klassentest für, weiß ich was, 4. Klasse Mathematik, Leistungsniveau da und da in Bezug auf den nationalen Durchschnitt, Dauer des Tests 12 Minuten zusammenstellen zu lassen. Das ist ein rein formatives Verfahren, das ist jetzt ganz wichtig. Es ist rein darauf angelegt, die Lehrperson zu unterstützen, den Unterricht auf Basis der Daten, die sie dann aus diesem Test erhält, weiterzuentwickeln. Es ist getrennt von der nationalen standardisierten Leistungstestdatenbank. Die läuft daneben in Neuseeland. In der Nordwestschweiz werden wir jetzt so ein System auch bekommen, in Kürze. Also auch eine Aufgabensammlung, die unmittelbar von Lehrpersonen nutzbar ist. Der Nachteil in der Nordwestschweiz wird sein, dass dasselbe System ist, wie die kantonale Testdatenbank, über die letztlich ein Schulranking oder ein Klassenranking passieren kann. Das ist nicht
Ziel und Möglichkeit überhaupt dieser Datenbank, die Hattie den Lehrpersonen für die Lehrpersonen aufgebaut hat und die Lehrpersonen nach einzelnen Interviews, die ich gemacht habe, auch gerne nutzen. Es ist easy. Man kann dann eben auch mit Hilfe, man kann diese Tests dann 2-3 Mal durchführen im Laufe des Schuljahres und man kann dann für die eigene Klasse Effektstärken berechnen, kriegt man automatisch geliefert. Man kann für einzelne Schüler Effektstärken berechnen. Das ist eine Art Trick, den Hattie hier eingeführt hat. Und das ist die Basis, um Unterricht dann datenbasiert zu planen. Heute Nachmittag gibt es von Frau Westphal-Greiter ja einen Workshop, der in dem bearbeitet wird, wie kann man das jetzt unter österreichischen Bedingungen machen, wo es so etwas nicht gibt, sondern wo diese Daten, diese Testdaten woanders herkommen. Wir wissen halt aus der Forschung, sowohl Schweiz als auch Deutschland, dass es Lehrpersonen dramatisch schwerfällt, mit diesen Testdaten umzugehen und daraus systematisch Schlussfolgerungen zu ziehen. Das gilt in Deutschland für Vera, in der Schweiz war es für Check5. Und hier bietet Hattie im Grunde einen neuen Zugang. Und damit verbunden ist dann diese Idee, stärker auf Effektstärken und Lernzuwachs zu achten, als ausschließlich auf den Abstand der Klasse oder des Schülers zu den nationalen Mindest- oder Regelstandards zu achten. Also Hattie ist eher ein Kritiker der Standard- und Leistungsniveau-orientierten Leistungsmessung und sagt, das blockiert, das kann oft blockieren, man sollte mehr auf den Lernfortschritt achten. Den Lernfortschritt messe ich mit den Effektstärken. Und da geht es darum, möglichst viele in der Klasse dazu zu bringen, einen Lernfortschritt zu machen. Das kann man mit Hilfe dieser Tests gut messen, beobachten und verfolgen. Ich kann hier nicht drauf eingehen, aber so sieht ein Testergebnis aus für eine Klasse aus 3 verschiedenen Bereichen in Neuseeland. Und Sie sehen beispielsweise, nehmen wir also hier Rechnen, und da sehen wir, dass immerhin 17%, bei 17% der Schüler gibt es eine Effektstärke über 0,8. Also da haben 17% sehr viel gelernt. 43% haben zwischen 0,4 und 0,79 gelernt. Da hat die Klasse hat sich gut entwickelt in Bezug des Lernfortschritts. Das sieht beim Lesen ganz anders aus. Und dann setzen sich die Lehrpersonen an den neuseeländischen Schulen zu Data-Teams zusammen. Und also die Klassenlehrer, die für die Klasse zuständigen, beraten, wie wird der Unterricht jetzt in den nächsten 3 Monaten weitergesteuert. Und hier würden Sie wahrscheinlich jetzt einen Schwerpunkt auf das Lesen legen, weil der ja das natürlich bei den Textaufgaben in der Mathematik dann nachher wieder wichtig wird. Aber das wäre ein Thema für sich, das kann ich hier nur mal anreißen. Aber Sie sehen, Hattie hat jetzt drunter gebaut, die Instrumentarien, um dieses evidenzbasierte Unterrichtsentwickeln tatsächlich umsetzen zu können. Wir haben in der Nordwestschweiz aus einer eigenen Linie aus den 90er Jahren ein anderes Verfahren entwickelt, mit dem Lehrpersonen über den eigenen Unterricht Daten produzieren, aber das immer zu den Themen, die sie besonders interessieren, die Knacknüsse, die sie bearbeiten wollen. Oft ist das eine sehr unbalancierte Beteiligung der Schüler im Unterricht, eine Überlastung der Lehrperson durch Nachfragen von Schülern und Schülerinnen, ein Nichtverstehen von Aufgaben von Schülern und Schülern. Das sind so die Knacknüsse, an denen Lehrpersonen, ich sag mal, vom Kindergarten bis in die Universität anstehen. Das sind die typischen Knacknüsse, die wir immer wieder feststellen. Dazu produzieren die Lehrer und Lehrerinnen ein Untersuchungsdesign, ein Interventionsdesign. Sie untersuchen das, produzieren Daten gemeinsam mit der Klasse und schauen, in welchem Maße habe ich meine Ziele erreicht. Und das Versprechen ist, wenn ich meinen Unterricht auf diese Art und Weise untersuche, brauche ich weniger Zeit. Was entscheidend ist dafür, dass solche Verfahren laufen. Kurz zum Thema Schulleitung, das wird ja heute im Workshop von Herrn Huber noch ein stärkeres Thema sein. Da hat Hattie in seinem 2. Buch dann noch etwas mehr zugeschrieben. Das steht alles noch auf etwas dünnen Füßen, was ich hier heute vorstelle. Er zeigt nochmal den Unterschied zwischen den sogenannten transformatorischen und der lehrbezogenen Schulleitung und schreibt der lehrbezogenen Schulleitung höhere Effekte zu. Also die Schulleitung, in der es im Kern darum geht, die Lehrpersonen zu fordern und zu unterstützen, einen
effektiven Unterricht zu machen, die selbst Daten nutzt, um diese Personalentwicklungs- oder Unterrichtsentwicklungsprozesse zu unterstützen, dass die Schulleitung, die auf das Unterrichten fokussiert. Wir haben in der Schweiz gegenwärtig, stehen wir vielleicht an einer Trendumkehr in Bezug auf Schule und Schulleitung, während das Qualitätsmanagement, mit dem die notwendigen Strukturen in den Schulen, Gremien, Austauschgefäße für Lehrpersonen inzwischen geschaffen sind, kommt jetzt die Frage, ja, und wie kommen wir auf die Ebene Unterricht? Und da gibt es jetzt hier ein paar Hinweise und auch Verstärkung. Ja, wenn es um Schülerleistungen geht, dann müssen die Schulleitungen den Unterricht im Fokus ihres Schulleitungshandelns haben. Und das andere, das darf seinen Platz haben, also beispielsweise die Außendarstellung und die Webseite der Schule und so weiter, alles Dinge, die über QM gut regelbar sind. Und hier kommt die neue Aufgabe und viele Schulleitungen fordern das auch, sich stärker darauf zu fokussieren. Ja, je weiter die Schule da ist, desto weniger muss die Schulleitung intervenieren. Metaphorisch, natürlich müssen wir alle lernen, ich lerne auch ständig, also ich habe hier schon eine veraltete Präsentation im Grunde. Wenn ich heute weggehe, dann werde ich wieder durch Ihre Fragen gelernt haben, wie sich sie verändern muss. Und auch das betrifft natürlich die Schulleitungen, genauso wie die Lehrpersonen. Im Kern Lernende sein müssen, müssen es natürlich auch die Schulleitungen. Das hat die höchsten Effekte auf die Schülerleistungen, wenn Lehrpersonen systematisch lernen aus Daten, genauso wie Schulleitungen. Das ist der Impuls, den Hattie geht. Bei aller Übertragung muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Man muss aufpassen, ob man das alles übertragen kann zwischen englischsprachigen und deutschsprachigen Systemen. Wir haben in der Nordschweiz inzwischen beispielsweise eine sehr verbindliche Zusammenarbeit der Lehrpersonen in Unterrichtsteams. Das ist im Berufsauftrag auch mit Prozenten der Dienstzeit festgelegt, wie viel dafür zur Verfügung steht für die Zusammenarbeit. Das ist an 60-70% der Schulen eingeführt, dass es regelmäßig diese Unterrichtsteams gibt. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass diese evidenzbasierte Unterrichtsentwicklung in Gang kommen kann. Das können nicht einzelne Lehrpersonen für sich machen, sondern es gelingt ausschließlich in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen. Das sind Bedingungen, wo man prüfen muss, hat man die eigentlich in den deutschsprachigen Systemen vorliegen oder muss man die erst schaffen, damit man in die Richtung kommen kann. Ja, Fazit, ich möchte nochmal betonen, John Hatties Analysen sind der Startpunkt einer weiteren Etappe der Entwicklung pädagogischer Professionalität. Es ist keineswegs der Stein der Weisen oder der Heilige Gral, der ihm hier zugeschrieben wurde. Da hat er sich jetzt im zweiten Buch nochmal deutlich gegen gewehrt. Das magische Rätsel ist nicht gelöst, sondern wir haben neue Navigationsinstrumente, um uns besser zu orientieren bei dieser lebenslangen und generationenübergreifend sich stellenden Aufgabe guten Unterrichts und guter Schule. Er betont sehr stark, dass starke Hebel für die Steigerung von Lernleistungen in diesen Verfahren der wechselseitigen Rückmeldung liegen, also unter anderem Feedback der Lehrperson an die Schüler, aber eben auch Feedback der Schüler an die Lehrperson und Nutzung von Daten über Lernen bei den Schülern durch die Lehrperson. Und der Impuls Schulentwicklung, Personalentwicklung und Schulleitung, dass da das Kerngeschäft des Unterrichtens fokussiert gehört, wird durch Hattie nochmal gestärkt. Ich habe sie eingeführt in die Hattie-Studie, in eine Idee gegeben davon, was drinsteckt. Vielleicht ist es gelungen, sie neugierig zu machen auf mehr. Ich habe versucht, einige Thesen deutlich herauszuarbeiten von Hattie, die sicher auch auf Widerspruch treffen, worauf ich sehr gespannt bin. Und ich habe deutlich gemacht, dass einer der zentralen Punkte bei Hattie derjenige ist, Unterricht evidenzbasiert zu entwickeln. Das heißt, in Zukunft stärker, professioneller Daten zu nutzen bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht. Und bin jetzt gespannt auf Ihre Fragen.